Ja, ja, was denn los, hey Leute, hier ist wieder der Benny und der Hammer von Deal Buddies sagen zu einer neuen Folge Factions. Heute wird wieder mal mega krass werden. Wir werden auch heute, ihr seht schon im Hintergrund, das sieht einfach wie aus, Hauptmann. Was sagst du dazu? Ich sag, es sieht aus wie ein Müllhaufen, alles durcheinander hinten. Wir werden es upgraden. Ja. Und zwar alles. Alle Räume, die wir bis jetzt haben, verdienen ein Upgrade. Das ist das Erste, was wir heute machen. Wir haben natürlich wieder, ja, 20 Legendary Crystals und wir wollen heute bei den Raids unbedingt mal einen Spawner bekommen. Und das versuchen wir heute alles. Und ja, ich würde sagen, wir fangen direkt an mit dem Raum. So, wir befinden uns jetzt im neuen Obergeschoss, Leute. Ich würde sagen, ich ändere mal die Perspektive, dann seht ihr das Ganze. Hier, ein Vorraum gebaut. Ja, passt ja eigentlich, oder? Ja, mit einem schönen Sitzecke, kann man ein bisschen chillen und so. Und ich würde sagen, wir gehen direkt in die ersten Räume rein, oder? Ja, hier hat sich nicht viel verändert eigentlich. Hier ist der Creeper-Spawner und auf der Seite der Chicken-Spawner. Wir haben nur da kurz mal das Obsidian zugebaut und so ein Zeug. Und die Glaswand hier oben hat Benny gezogen und ja. Ansonsten haben wir den Raum eigentlich am wenigsten gemacht von den ganzen, oder? Genau. Ich würde sagen, wir gehen dann weiter. Ich habe hier ein bisschen Veränderungen in den Gang reingebracht, dass nicht alle Gänge gleich aussehen. Vielleicht mache ich dann auch irgendwann mal die Chicken Farm hier im selben Design. Ja. Dann könnte es, glaube ich, ganz cool in Kombination aussehen. Und ich würde sagen, wir gehen in den nächsten Raum. Oh, du bist ja, wie du einfach beide wieder zumachst. Hier in dem Raum hat sich eigentlich das Einzige getan, das wirklich am abscheulichsten war. Und zwar die ganzen Trichter zugebaut. Die waren so hässlich einfach, wie wir die da gesehen haben. Und uns wurden die bei einem Raid sogar mal weggesprengt und deswegen haben wir uns gedacht, wir müssen die unbedingt zubauen. Ich meine, das ist ja unglaublich, wie teuer die Scheißdinger sind und da kann man einfach bei uns da hinten mit einem Creeper 10 Trichter wegsprengen oder so und dann waren da darunter auch noch Kisten. Also es sah schon richtig durcheinander aus, deswegen haben wir das jetzt ganz simpel hier so gemacht. Sieht man schön und einer von unseren ganzen Faction-Kollegen hat auch gemeint, er muss 10.000 Kisten Speed 2 Tränke werfbar machen. Die sind jetzt alle hier in den Doppelkisten, also da sind alle voll. Oh, oh ja, absolut krank. Und hier haben wir dann die ganzen Braustände und die Netherwarzen platziert. Also wer Bock hat, kann noch mehr brauen von unseren Mates. Ist ja nicht so, als hätten wir schon genug. Auf jeden Fall. Das war's auf jeden Fall mit dem ersten Upgrade. Und wir haben jetzt für das Upgrade auch schon so lange gebraucht, dass wir uns gedacht haben, dass wir die Upgrades in den nächsten Folgen weitermachen. Also ein Upgrade pro Folge so circa. Jetzt werden wir erstmal weitermachen mit den Legendary Crystals, weil wir haben, glaube ich, 90 Stück. Ich habe 10, du hast 9, oder? Ja, ich würde sagen, wir öffnen die jetzt einfach, oder? Let's go. So, ich bin mal gespannt. Ich meine, heute müsste mal ein Spawner drin sein. Ich habe noch keinen Spawner bei den Legendaries gezogen. Ja. Ist echt belastend. So, erster. Komm schon. Ich kann wirklich alles nehmen. Wir behalten uns die Rüstung. Benny hat sein Rüstungsset. Ich habe Rüstungsset. Passt alles. Aber besser als eine Rüstung wäre natürlich ein Drank's Breath, weil wir den teuer verkaufen können. Und um das Geld können wir uns andere Rüstungen kaufen. Und ich habe gerade ein 500er EP-Fläschchen bekommen. Also, oh, ob mein Gott, brauche. Und ich bekomme die ganze Zeit die Holy Boots. Das ist die Rüstung, die du beim letzten Mal verloren hast. Ja, die brauche ich überhaupt nicht mehr. Ja, aber kannst du ja ein neues Rüstungsset machen, oder? Habe ich jetzt nicht mehr so viel Lust drauf. Oh, ich habe einen Spawner bekommen. Chicken Spawner. Du? Oh mein Gott. Was für ein? Ja, Chicken Spawner. Oh, ja gut. Können wir immer ein paar dazu klatschen. Oh, das King Sword, das nehme ich gerne. Da möchte ich meins auch noch richtig hart upgraden. Und ich habe gerade eine Chestplate für dich bekommen. Okay, nice, sehr gut. Ist auch fresh, aber ansonsten die Rednet-Rüstung, da komme ich schon zum dritten Mal. Finde ich Hammer. Die brauche ich sowieso immer. Aber ein Spawner, wir haben noch eine Rednet-Rüstung. Was ist los? Ich bekomme nur die Rednet-Rüstung. Ich will nur einen Spawner, Leute. Nochmal Red Knight, was ist los? Was ist da los, Mann? Ich habe schon ein komplettes Rüstungsset bekommen. Lol. Oh, Spawner! Creeper Spawner! Oh, nice. Das ist nice. Er heißt zwar im Chat Reaper Spawner, weil es zieht. Okay. Aber es ist ein Creeper Spawner, Leute. Okay, hier steht auch Reaper Spawner. Der ist special. Der ist special. Den müssen wir um 1 Million verkaufen, würde ich sagen. Ja. So, oh, 100.000 Dollar habe ich bekommen. Was? Was? Denn was? Jetzt? Lol. 100.000. Also,
Ich würde sagen, das ist sogar das beste Item fast, was du bekommen kannst, wenn man die Spawner wegnimmt. Ja, wenn man die Spawner wegnimmt, ist es das Beste. Drain's Breath ist auch so um die 100.000 wert. Scheiße, Mann, richtig geil. Not bad. Das feier ich. Was bekomme ich noch? Jetzt wärst du jetzt einfach noch ein Drain's Breath und besser geht's nicht. Dann hätte ich einen Spawner gezogen, Drain's Breath und die 100.000. Und ich habe gerade noch 5 Epic Crystals bekommen. Oh, aber weißt du, was wieder behindert ist? Jetzt haben wir schon zweimal ein Legendary aus einem Legendary einen Spawner bekommen und beide Mal war es der Creeper Spawner. Stimmt, stimmt. Na, könnte auch. Oh, und Drain's Breath kommt auch noch! Oh Gott! Was ist los? Genau so! Und Schalker's Bane auch noch. Und was kommt jetzt noch zum Schluss? Ich habe zweimal das King's Sword sogar schon bekommen. Okay, ich habe auf jeden Fall geile Sachen bekommen. Creeper Spawner und Drain's Breath und 100.000. Ja, ja, ja. Ja, und King's Sword. Also, ja, läuft. Das kann man auf jeden Fall lassen. Okay. Oh, ein Spawner, ein Skeleton-Spawner. Auch nochmal ordentlich Geld, was wir da bekommen. Ja. Sonst noch was? Nee, glaube nicht. Okay, dann habe ich hier mal Rüstung. Gönn dir. So, und jetzt erstmal Rusty Shears. Die haben jetzt Disarm und Poison 4. Okay, Poison 4 ist auch schon krass. Ja, jetzt haben die Disarm 2. Also Disarmer ist das, nur irgendwie anders geschrieben wie die anderen. Keine Ahnung warum. Und dann der Stick of Truth. Ich meine, der kann halt dann nicht viel, schätze ich mal. Der ist jetzt... Oh lol, der bekommt auch Disarmer. Guck mal. Ja. Die zwei haben einfach beide Disarmer, aber es ist beides anders geschrieben. Seltsam, aber muss sagen, die zwei Waffen sind auf jeden Fall geil. Also ich habe jetzt Level 4 Tesla Coil, das ist fast 5. 5 Rusty Shears und Level 4. So, welche willst du davon? Meinst du jetzt Stick of Truth oder was? Oder? Stick of Truth, Rusty Shears oder Tesla Coil? Keins davon. Oha. Nimm doch nicht mal ein Geschenk von mir an. Einziges aus. Warte, wenn ich einen Spawner platziere, kann ich den abbauen, oder? Ja. Okay. Jetzt haben wir ein schönes 3x3 Pick-Spawner-Feld. Ich habe aber noch einen. Du hast noch einen, dann platzier den hier. Gönn dir. Ey Mann, Schweinchen, warum spawnt ihr nicht mehr? So, Slash Home. RIP. Lock dich aus! Oh Gott, ich bin so down. Aber ich habe nichts im Inventar. Achso, ich dachte schon, Mann. Oh. Digga, ich dachte, du bist jetzt gerade mit Spawnern im Inventar gestorben. Nee, nee. Oh Gott. Schreck mich. Shit. Da, Spawner dran. 3 Creeper Spawner. Nice. Sehr schön. Ja, da geht auch dann gut was ab, wenn die Mobs endlich mal wieder spawnen. So, ich will hier raus. Kommen wir zum Chicken Spawner auch noch ran? Das wäre toll. Ja, komm mit. Da gönn dir. Er baut mit Glas. Hast du Slaps? Ja. Perfekt, dann ballern ein Slab drauf. Und einen Chicken Spawner haben wir jetzt 6 Stück. Nice. Ja, ich würde sagen, Spawner haben wir schon einige. Ja, ich meine, als nächstes auf jeden Fall... Oh, wo habe ich den? Nicht! Hör auf. Stopp. Oh, ich habe es richtig platziert. Als nächstes auf jeden Fall, ich glaube, Enderman Spawner und Iron Golem Spawner. Obwohl Enderman Spawner krasser sind, da müssen wir uns auf jeden Fall noch was überlegen. Sobald die Mobs wieder spawnen, würde ich sagen. Davor hat es gar keinen Sinn. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt ein bisschen raiden und hoffen, dass wir vielleicht ein paar Spawner mal gedroppt bekommen, oder? Ja, ich würde sagen, let's go. Jo. Ja, einmal noch, komm, und dann sind wir drinnen. Oh. Bin gespannt. 25 Minuten für so eine schlechte Base. Noch einmal. Wir sind drinnen. Dein Ernst? Ja. Oh Gott. Ich komm rüber. Der Typ ist nicht mehr da. Nein, er! Der Typ ist gekickt worden. Er ist durchgezogen, Mann. Ist hier irgendwas in den Kisten? Wenigstens irgendwas. Können wir hier mit TNT reinschießen? Hier ist ein bisschen was von der Rüstung. Also bis jetzt sehe ich nur Crap in den ganzen Kisten. Ja, ich auch. Ich sehe absolut nichts Gutes. Irgendwie war es ja klar, dass es nichts hatte. Ja, eigentlich wollte ich ja nur auf den Spieler gehen, aber der ist jetzt weg. Also eigentlich war es ja deine Idee. Ja, ich habe mir gedacht, der steht wenigstens im AFK-Pool oder so drin. Ja, es stand auch im AFK-Pool drinnen. Der wurde trotzdem gekickt. Der hat sich wahrscheinlich ausgelockt. Warte, du könntest nochmal zurückgehen und ihm wenigstens die Kisten ausleeren.
Nee, Mann. Mann, wir haben ihm nichts weggenommen. Das war der schlechteste Raid, weißt du? Der kommt nächstes Mal auf dem Server, wurde geraidet und es fehlt nichts. Es fehlt drei Rüstungsteile, ja. Nicht fünf. Oh, scheiße. Guck mal, das spawnen die wirklich? Das spawnen Zombies. Ich hab's mir auch gerade gedacht vorhin, sonst hättest du den Spawner gar nicht gesehen. Na doch, klar sehe ich den Spawner. Ich kann ja im Spectate jetzt einfach durch die Wand fliegen und so. Ach so, geht das? Ja. Ich kann Creeper platzieren! Was? Es geht wieder, oder wie? Ja! Nein! Oh mein Gott! Und jetzt? Ich spreng mich jetzt einfach durch, Mann! Jetzt juckt's mich nicht mehr! Warte! Komm rein! Jetzt landet er... Okay, mach nochmal, schieß weiter. Er landet jetzt oben, das ist gut. Das heißt, er würde beim nächsten Versuch unten landen und das wegspringen. TT landet unten. Sand... Okay, nochmal. Komm schon, Sand, okay. Land jetzt unten! Bitte, tu uns das nicht an! Bin gespannt. Komm schon. Sand, er ist unten. Er springt auf. Okay, der Spawn ist offen. So. Okay. Jetzt... Der Schuss, der zählt, komm, schieß. Okay, bitte, Schuss. Gib mir den Spawner. Ich bin gespannt. Komm schon. Und? Okay, wir haben keinen Spawner. Warum machen wir das überhaupt? Frag mich das auch. Sagst du, beim Creeper hätten wir es bekommen? Niemals! Wir konnten das außerdem nicht mit dem Creeper wegsprengen. Easy hätte ich das gemacht. Ey, Mann. Zombie und Skelett-Spawner, die wir uns schnappen können. Okay, können wir uns die easy schnappen oder ja, nicht? Ja, dann können wir einfach einen Creeper drunter platzieren. Okay, dann rein. Hopp. Warte, ich guck nochmal, ob die noch irgendwo was haben. Oh, Mann. Endlich wieder, komm. Die haben zwar ein paar Schichten hier drauf auf der Base, aber das ist ja uns scheißegal. Zwei noch. Okay. Dann sind wir bei uns. Ey, wenn wir da jetzt von den zwei kein einzigen bekommen, dann ist unser Pech einfach unglaublich gering. Okay, letzter Schuss also? Ja, letzter Schuss, dann sind wir drinnen. Ab zu den Spawnern. Wir sind drinnen. Nice. Direkt daneben. Nein, da. Ich kann schon platzieren. Warte, ich will zugucken. Okay. Oh Gott, ja. Tu es. Ah, fuck, ich muss ja da oben, dann wie komme ich da jetzt gut ran? Warte, ich schwimme hier beim Wasser hoch. Ja. Alles geplant. So. Komm schon. Ist komm! Einer nee. Ist keiner gedroppt. Und den oberen nein, bekommen wir nicht. Anzeige ist raus. Das war's. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir den bekommen, liegt bei 0,0. Okay, dann machen wir es nicht. Die haben hier den Half-Slap-Dach wieder, also so eine Mixtur. Ja, oh, das geht weit, oder nicht? Das geht richtig weit. Obwohl, warte, sag nicht, das ist der richtige Block. Das ist der richtige Block? Nee. Was? Schieß nochmal. Schieß ein paar Mal. Da ist ein Spieler unten. Lol, den klatschen wir. Oder es ist ein Mob. Das könnte auch ein Mob sein. Egal, wir müssen erstmal reinkommen, dann sehen wir es. Ja. TNT fliegt zu. Genau hier unter mir ist der Blaze-Spawner. Ich glaube, das ist nicht perfekt. Obwohl, doch, schieß weiter. Das ja, muss ich schieß weiter. Das ist der perfekte Block, glaube ich. Komm bitte. Ey, so viel Luck können wir nicht haben. Doch, so viel Luck können wir mal haben. Nein. Nein. Das ist nicht mehr der perfekte Block. Es ist eins zu viel. Aber wir haben das Loch oben in der Decke drinnen. Komm, wir kommen zu den Blaze-Spawnern. Also, um eins zurückverschieben ist ja easy. Weißt du, wie du das machst? Nein. Ja. Ah, da kommt ein Gegner! Gegner kommt! Der sneakt hoch! Ja. Er ist Level 25, glaub mal. Achtung, der hat irgendeinen Stoneclap. Er ist down. Ripple! Nimm das Zeug mit. Kopf voll. Er kommt hoch und will das klatschen. Was ist mit ihm los? Ich weiß auch nicht. So, warte. Jetzt müsst fast nicht warte, versuchen. Er ist drinnen, er will den Spawner abbauen. Was? Schnell, schieß! Ja, ich schieß schon. Was hat er denn für ein Level? Ich seh's nicht. Der ist Level 25. Was? Okay, dann brauche ich Hilfe. Nice. Ich hab ihn getroffen, er hat Bleeding. Ich hab ihn auch geboxt nochmal. Digga, er ist down, what the fuck, was hat der alles getroppt?
Lol, lass du kurz ein Zeug holen. Ja. War Chest Plate. Okay, das hier. Digga, was ist los bei ihm? Der gibt uns ja mehr Zeug vom Raiden so. Er kommt einfach mit dem Zeug raus, Mann. Wir müssen gar nicht rein. Wir müssen gar nicht reingehen. Ja, ich hab alles. Ich kann wieder hochgehen. Oh mein Gott, was ist das für ein Gehassel, Mann? Die wollen ihre Base unbedingt verteidigen. Wir kommen da rein, Mann. Oh, der war schon wieder hier oben. Holy shit, ich hab schon ein paar Köpfe von dem. Lol. Die haben halt genau, lol, den einen Block, wo wir runtergeschossen haben, genau da haben die einen zweiten Obsidian-Block. Lol. Oder mehrere sogar, nicht nur ein. Schieß jetzt einfach ein paar Mal, oder? Ja, mach mal. So, warte, jetzt ist wieder offen. Okay, ich komm wieder. Nee, warte, das ist ja das, wo wir okay. nichts, wir können nichts machen. Wir müssen das genau da reinschießen, das Loch, das wir schon hatten. Genau da muss es eigentlich reinfliegen. Aber das treffen wir nicht mehr, das treffen wir jetzt niemals mehr. Nee, in 16 Minuten. Oh, hier ist ein Crab drinnen. Er steht neben dir. Ja. Nice. Down. So, warte, ich will sein Crab haben. Mehr als TNT war, glaube ich, auch nicht da. Weiter geht's. Boom. Boom, da guckst du zu, Mann, wie alles zerstört wird. Boom, da ist seine Rüstung auch drinnen. Nice. Hatte ich einen wieder getötet, ich komme wieder runter. Ich meine, ich hätte so gerne einen Spawner bekommen. Warte, hier sind auch noch Kisten, guck mal. Ja, könnt ihr? Da, oh mein Gott. Ich glaube, hier sind die guten Kisten. Ich spreng ihm hier jetzt alles auf. Ich glaube, hier sind die. Mal gucken, wer für die Creeper das umgesetzt hat. Ja, ich hab noch mehr, Mann. Digga, die... Nee, Mann, der hat jetzt einfach so gelitten. Dann wird alles der hat uns den Spawn einfach vor der Nase zugebaut. Ja, Mann. In deiner Base bleibt nichts übrig, Mann. Hey, Mann. Das kommt davon, wenn du uns den Spawner vor der Nase zubaust. Wie halt immer nur die Blöcke kaputt gehen da. Boom! Da war nichts dran. Boom! Boom! Komm, nochmal. Boom! Ey, die Kisten sind doch leer, Mann! Ist mir egal, Mann, ich zerstöre alles! Der! Boom! Deine Items! Boom! Hier liegt ein Crystal! Nein, scheiße! Oh, der Crystal lebt noch! So Leute, das war's jetzt zum Abschluss. Ich meine, es war absolut belastend, dass der uns einfach den Spawner zugebaut hat und da war. Fuck, Mann! Jetzt wird's dann mal Zeit, dass wir einen scheiß Spawner bekommen. Ohne Scheiß. Wir haben einfach nur Pech. Ja, hoffentlich beim nächsten Mal dann. Ich glaube, wir haben trotzdem heute wieder viel geschafft und endlich gehen die Mobs wieder. Das heißt, wir können wieder das ganze Zeug farmen, was auch richtig cool ist. Ja, auf jeden Fall, Leute. Wir hoffen, die ganze Folge hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr ein Like da lassen. Und Benny, hast du noch was? Nee, haut rein. Bis morgen. Ciao. Ciao.